Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Mein Name ist Monja und heute möchte ich mit dir einen neuen Habit Tracker malen. Dafür brauchst du ja erst einmal natürlich dein Bullet Journal. Ich habe hier das Scribbles That Matter. Dann für dieses Spread ganz wichtig ein Geodreieck. Den Mikron Fineliner und einen Bleistift. Und die Sabra Mildliner. Ja, und jetzt kann es auch schon losgehen. Du siehst schon, das ist ein sehr kleinschrittiges Spread, also wir müssen hier viel zeichnen, bis wir das so hinbekommen haben und es ist ganz viel Wiederholung da drin. Und es ist auch eine gute Idee, wenn du vorher das ein bisschen auszählst, wo du deine Habit Tracker hinhaben möchtest und wie viele du vor allen Dingen davon haben möchtest. Weil, ja, das Ganze wird sonst ein bisschen unübersichtlich. Und wenn du dann nicht den gleichen Abstand wählst, dann sieht das auch hinterher nicht mehr so schön aus. Deswegen bitte einmal vorher messen und zählen und rechnen, bevor du anfängst zu malen. Falls du dieses Spread so wie es ist haben möchtest, findest du auch immer unterm Video einen Link und ja, dort findest du eben auch das Spread. Kannst du dir das in dein Bullet Journal legen und vielleicht mit Kohlepapier einfach nachmalen. Geht letztlich schneller, vor allen Dingen, falls du das Ganze auch öfter benutzen möchtest. Also ein Habit Tracker, der macht sich ja eigentlich jeden Monat gut. Ne? Und jeder hat hier 31 Tage und dann kannst du jeden Tag eines der Kästchen ausfüllen, wenn du denn diese Gewohnheit erledigt hast sozusagen. Und dann, ja, ist das so eine schöne Übersicht, aber eben pro Monat. Das heißt, du musst jeden Monat dir dieselbe Arbeit machen oder eben unsere Vorlage nutzen. Dann ja, kannst du es immer wieder reinlegen und einfach nachmalen und das funktioniert dann auch ganz prima. Ich habe gedacht, so als kleine Abwechslung male ich jetzt einfach mal hier die Überschrift rein. Ich fange natürlich wie immer mit einem Bleistift an und schreibe dann einfach Habit Tracker. Also Habit soll halt in dieser Kalligrafie-Schrift sein und Tracker kommt dann eben in ganz normalen Druckbuchstaben darunter. Aber wichtig ist mir immer, dass ich das einmal vorschreibe, damit das, ja,
schön aussieht, damit ich in der Zeile bin, damit das nicht zu weit rechts oder zu weit links ist. Deswegen finde ich es immer ganz wichtig, das vorzuschreiben. Und wenn ich das getan habe, dann ziehe ich das mit dem Micron Fineliner nach und dann kann ich auch die Bleistiftlinien wegradieren.
Ja, du siehst, es ist ein Geduldsspiel, aber ich finde, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Von daher, naja, gut, es dauert halt seine Zeit, aber wenn es denn dann fertig ist, dann macht es natürlich auch Spaß, das Ganze zu benutzen. Es ist ja für einen ganzen Monat. Jetzt habe ich hier 9 Habit Tracker und ich weiß noch gar nicht, wofür ich die alle nutzen werde, aber was ich definitiv weiß, ist, dass die alle irgendwie eine Überschrift bekommen. Und dafür male ich jetzt mit verschiedenen Stiften der Zebra Malt Liner, also einfach verschiedene Farben, hier in so Striche rein, dass ich die als Überschriften benutzen kann. Ich finde, ich brauche die noch gar nicht alle ausfüllen. Ich male mir das schon mal vor, dann brauche ich die Stifte dann nicht extra noch suchen. Und dann kann ich hier schon mal die Habit Tracker reinschreiben, die ich auf jeden Fall machen will. Und alle anderen kommen dann eben später. Im Notfall kannst du so natürlich auch einen Habit Tracker mehr als einen Monat nutzen. Ja, vielleicht kann man sich dann irgendwo dran schreiben, dass das eine für den Monat ist und das andere für den. Ja, ist natürlich up to you sozusagen, wie du eben magst. Ja, das war es auch schon von mir. Das Spread ist jetzt fertig. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und ich würde mich freuen, wenn du uns vielleicht einen Daumen nach oben gibst und vielleicht den Kanal abonnierst und die kleine Glocke anklickst, damit du immer benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten. Und dann sehe ich dich hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!